Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Warte mal. Den ist, glaube ich, hier zurück, und zwar unsere Dame. Müsste wieder verfügbar sein. Perfekt. Stellen wir sie da ein. Okay, aber ich bin bereit fürs nächste Mal. Weil mit dem wird alles schlimm werden. So, wo waren wir denn das letzte Mal? Wo war denn das Fest? Da war noch ein Typ, der uns was erzählen wollte. Naja, jetzt ist er weg. Egal, wir haben noch ein paar Sachen, die wir machen können, sind aber schon ziemlich nah daran, ihn auszuschalten. Würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen noch die verschiedenen, warte mal, hier oben ist eigentlich besser, hier können wir Schnellreisen machen. Tun wir noch ein bisschen die Lager ausräumen, wo wir eigentlich schon die besten Waffen unter anderem haben und, ja, Fähigkeiten mit, obwohl wir kriegen ja neue Fähigkeiten dadurch, das ist immer das Beste mit. So. Gut. Komm mit, Neil. Nee, Grace. Neil Armstrong. Scheiße. Wenn ich auch nur für eine Sekunde unvorsichtig wird, er stirbt. Die Pegasus verlieren, aber wir haben noch nicht gewonnen. Okay, so, jetzt hätte ich mal einen Gegner, oder was? Nö. Dann easy peasy. Ja. Ja gut. Der ist verschlossen. Hier ist der Bunker. Ach du Scheiße. Das geht. So ganz hat das nicht funktioniert. Warum brenne ich denn? Vergiss mal fast die ganze Scheiße, mit der wir zu tun haben. Alles klar. Okay, hier ist kein Schlüssel. Hier ist was drin. Okay. Im Haus selber ist er drin. Scheiße. Kommen wir überhaupt hier rein? Hier geht's zu. Die Felge sind vielleicht doof, aber sie sind hartnäckig. Warte mal. Das kaputt machen bringt mir ja nichts. Ah, nee. Ich hätte gedacht, ich hätte einen Weg gefunden, aber sieht nicht so aus. Kann ich irgendwo drauf schießen? Vielleicht da drauf? Guck mal, ich kann das sogar noch zoomen. Das fällt mir jetzt erst auf. Da oben wird was sein. Gibt's den Eingang in das Haus? Nein. Ja, du bist ja sogar drin. Pistolenmunition. Hier haben wir ein paar Geweihe und Holz. Komme ich hier auch rein? Ach nee, hier hinten war ich ja vor uns gerade. Okay, gehen wir mal reingucken. Bist du befreit? Ja, ich muss bald. Ne, die retten wir. Lesen. Okay. Wenn ihr heute zuseht. Hier ist Money. Hier ist neuer Money. Ist neuer Money, hier ist ein Toter. Das ist aber einer vom Dings. Oh. Ist hier ein Nee, ist kein Schlüssel. Oh. Money. Okay. Da ist er. Geh mal aus dem Weg. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aufmachen. Eine Waffe in der Hand. Ach so. Wenn ich den Schlüssel gefunden habe, wird ein Problem haben, rauszukommen. Das bedeutet, irgendwas Schlimmes ist hier drin. Lesen.
glaube, ich muss mal es machen mit einem Rauchmelder. So, damit irgendwie die Elektrizität ausgeht. Wahrscheinlich Wasser. Oder so. Aber dann habe ich das Problem, wenn das passieren sollte, müsste ich auch wieder schnell genug raus. What the fuck? Da fliegt die Bude hoch. Ist alles, was ich erwarten konnte. Das hab ich nicht erwartet. Also das ist noch zu oder was? Ne, es ist offen. Dann gehe ich wieder rein. Hatte ich hier noch was zum Mitnehmen, Wisch, ne? Ich will jetzt, ich bin hinten rein. Ich bin hier rein. Lag hier noch irgendwo Munition? Ne, da war ein Rucksack. Aber ich glaube, den haben wir jetzt anscheinend schon mitgenommen. Oh. Ich sehe schon, was explodiert ist. Nennt sich das. What the fuck? Volltreffer. Ist eh vorbei, die kommen ja nicht runter. Hier fliegt denen ja alles um die Ohren. Das zu überleben ist hart. So normal. So. Noch eins, was ich sehen. Jetzt kann ich nichts mehr explodieren, oder? Das geht höchstens noch an. Es kommt trotzdem. Hey, soll ich denn da reinkommen? Rauskommen? Wenn ich das erste anfange zu brennen, bin ich schon quasi low life. Wenn ich nochmal anfange zu brennen, ist vorbei. Ich könnte rutschen. Okay, nochmal. Rein da. So, ich sehe schon drüben die Dingsblätter. Die Dinger sind wieder hier. Ziel gesichtet. So, ich probiere es mit Rutschen. So, überlebt. Easy. Okay, so einmal war es dann auch nicht, weil ich bin ein paar Mal gestorben, aber wenn du einmal weißt, wie überlebst du schon mal
Wahrscheinlicher. So, Money. Wird geschossen. Ist geplatzt wie eine Melone. Wird schon rumgeschossen. Das ist alles gut. Eintreten. Nächster Punkt. So, ich würde dann gleich runterfahren einfach. Schön zu verschnaufen. So, und los. Fuck, der kämpft immer noch gegen den. Ja, die fliegen immer noch auf Flugzeugkampf. Hier ist jemand. Ist er tot? Ja. Wird nicht mehr angezeigt, würde ich sagen, das ist hinüber. Und steigen wir mal um. Denkt alle dran, wir werden hier nur wieder Frieden bekommen, wenn wir dafür kämpfen. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Ah, das ist nicht von uns. Das nicht. Einfach ignorieren, weiterfahren. Alles gut. Ich hab's in Sicht. Gut, das war schlecht für den. So, jetzt anhalten. Au. Fuck, das war doof. Da drüben ist jemand. Den können wir vielleicht retten. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Da sind Peggys. Alles ist gut, wir sind hier. Vorsicht, ich schulde dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Ja, alles gut. Sag mal einfach deine Informationen. Was zum Teufel? Gibt's gleich Ärger, sei vorsichtig. Alles gut. Komm wieder hoch. Wow, danke. Nein, 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 nein. Nein! Hör auf! Mach nur, aber lass uns bitte heilen. Lass uns bitte reden. Die verfluchten Peggys treiben alle zusammen. Chad wohnt ganz in der Nähe. Lass uns hingehen und nachsehen, ob es ihm gut geht. Wir können keine weiteren Whitetails entbehren. Danke, dass du mir dann wenigstens das jetzt gesagt hast. So, hier. Gott, das ist irgendwo zu finden, nirgendwo zu finden. Ich stört nicht, wenn ein bisschen Kram hinter zum Einlagern. Der Strom ist aktuell nicht richtig angeschlossen, also pass auf, wenn du ihn anschaltest. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier wieder ein Erste-Hilfe-Pack. Ich habe bisher keins benutzt. Tot. So, komm ich hier drüber? Nein. Ich krieg was ab. Echt? So, ich muss mal einen Weg finden, um hier reinzukommen. Das ist ein Enterhaken. Hier. Ich hab den Eingang gefunden. Boah. Okay, was haben wir hier? Da unten liegt jemand, kann ich ihn nicht retten. Auf die Beine, Sir. Fuck.
stelle sich mit dem Strom. Ich glaube, es hakt aus. Sanitäter! Sanitäter! Sanitäter hat sich erledigt. Wie kommen wir denn da wieder raus? Ist die Frage. Da war ein Enterhaken, erinnere ich mich noch. Vielleicht dadurch. Warte mal. So. Gelesen ist das, ne? Ja, ja, ja. Warte mal, hier ist noch was. Wow. Okay, wir müssen anders rum. Mit meinem Vogel können wir einigen Schaden anrichten. Kann ich hier rein? Nein. Ich kann doch nicht über den Mauer klettern wie ein normaler Typ. Ich muss drum rumlaufen. So. Jetzt, wie kommen wir jetzt da rein? Nächste Frage ist, wie kommen wir dann da wieder raus? Hier wollen wir rein. Bereit zum Angriff. Es muss einen Weg geben. Machen können. Nee, gibt's nichts. Ich komme nicht mehr hoch. Nicht ernst. Willst du mich jetzt echt erzählen, dass ich jetzt hier in eine Falle gesprungen bin? Ich bin eigentlich hier runtergekommen. Fuck. Muss ich wieder raus. Warte mal, da oben kann ich mich dranhängen. Das interessiert mich jetzt auch. Nee, da kann ich mich dranhängen. Dann gehe ich schon mal hier rein. Wenn ich den Strom anmache, steht hier alles unter Strom. Stellung Kontakt! Keine Gnade! Das ist möglich. Okay. Aber wie komme ich denn... Aua. Hier hin. Abverstanden. Wo war der Strom hier? Fuck. Das kann man sich durchlesen. Ich muss irgendwie an die da hinten dran kommen. Warte mal. Ich will probieren, ob ich den Strom mal wieder ausmachen kann. Verdammt! Ich werde getroffen! Ne. Bin am Boden! Ich kann ja versuchen, die gleich von hier oben zu holen. Helf mir! Danke für die Hilfe. Jetzt lieg ich, jetzt müsstet ihr mir helfen. Jetzt müssen wir hier hoch. Sanitäter!
So, kurz Pause und jetzt müssen wir irgendwie raus. Ich will gucken, ob die schafft. Komm ein bisschen rüber, komm. Schaffst du. Komm. Wir komm. Haben Gesellschaft! Oh. Jetzt bin ich reingerutscht. Du musst warten, du musst kurz warten. Das dauert sonst zu lange. So, obwohl wir es jetzt schon nicht machen müssen. Naja, egal, wir haben das schon mal geschafft. Hier oben haben wir Nadine, wer auch immer. Da könnten wir ihn schon mal zum Einsatz kommen. So, gucken wir, was bei der los ist. Dann haben wir ihn schon nur noch den Teil hier, der ist unentdeckt. Und hier unten diese ganzen Sachen. Die Frage ist, Vorteile. Ja, noch 14 Stück. Was sind das? Schnelleres Nachladen und Wechseln. Ja, ich könnte die eigentlich das so ausrüsten. Na, ich lass mal. Was haben wir denn noch so? Machen wir das hier. Und das. So. Da drüben ist jemand, der braucht Hilfe. Ich ändere die Position. Ziel in Sicht! Scheiße. Um so ein aggressives Tier sollte man sich lieber präventiv trauen. Wir verlieren unseren Mate. Komm hoch. Wir haben unseren Mate gerade verloren. Achtung! Bombe fliegt! Ziel in Sicht. Lebst du noch? Gut. Das ist weg. Das ist weg. Komm, lass uns reden. Alles ist gut. Jetzt kommt nochmal. Passt auf da unten! Viele Treffer halte ich nicht mehr aus! Bist du schon weg? Oder? Warte mal. Helferauswahl ist schon abgestürzt. Nimm mal jetzt dich mit. Komm schnell her. Nein. Wir müssen das Ding runterholen. Starte Feindbeschuss! Scheiße. Ich glaube, unser Mate ist hinüber. Komm, steh auf. Hilf mir! Alles gut, danke. Wir müssen hier weg. Aber mit dem scheiß Flugzeug runter. Hier hinten, die lebt da wenigstens noch. Lass uns reden. Lauf nicht weiter. Weißt du, wo Mabel Tiere präpariert? Ein paar Leute wollen gesehen haben, wie ein Puma mit Halsband eine Patrouille der Sekte zerfetzt hat. Ah, das ist ein anderes Ziel. Aber nachsehen kann nicht schaden. Ist ja wieder ganz woanders. So, genug hier. Ne, erstmal Schnellreise. So. Howdy, Miss. Hallo. Ja, stellt euch mal gegenseitig vor. Das wird er hochfliegen, da will ich eigentlich nicht mehr zu tun haben, aber hier unten können wir ihn gucken. So, ich habe ungefähr die Richtung markiert. Das hat mir die Augen geöffnet. Du hast ein RPG. Jetzt tu nicht so, als hätten wir irgendwie Probleme. Okay, die sind gut. So, da unten.
Ich sehe keinen Gegner, das ist gut. Ignorieren. Nadine, wär's auch immer. Hallo. Hallo, mein Name ist Nadine und ich hoffe, du kannst mir helfen. Ja. Mein Opa hat als Kind Comics gesammelt. Er hat sie bestimmt verkauft, weil keines seiner Kinder sie haben wollte. Aber ich hätte sie schon gewollt. Und jetzt ist Opa leider tot. Ich habe nichts als Erinnerungsstück. Wenn ich diese Comics nicht zurückkriege, wenn du die Comics für mich findest, bin ich mir sicher, dass es sich für dich lohnen wird. Ich brauche aber wirklich alle. Oh, du hast schon welche? Das ist ja super. Sobald du den Rest hast, bezahle ich dich. Die müssen jetzt von mir Comics haben. Ja, geil. So, hier unten, obwohl, ja, wenn man das freiräumt, ist auf jeden Fall das Ende hier in Sicht. Dann werde ich ihn rauslocken können und müsste ihn auch töten. Ist nicht so gut. Aber anderes, was anderes bleibt, meine ich, eh nicht übrig. Ich könnte das noch machen, das ist noch näher. Und du musst eh noch hin. Gut. Ich würde sagen, Schnellreise. Und gucken wir mal, wie wir die da rauskriegen. Irgendwie wird das schon klappen. So. Hey, Sir. Wie geht's, Miss? Ah, Miss. Ah, Sir. Wir tauschen. Es wird eine Rettungsaktion. Dann will ich eigentlich keine Person haben, die okay, war mir wirklich ein Vergnügen. Ich gehe darüber. RPG-mäßig aktiv sein will. Ich brauche einen Sniper. Ich ziehe um. Ich brauche. Komm schnell. Wollen wir was dagegen unternehmen? Was sind Sie da drüben? Aber nicht rum. Das hat er nicht erwartet. Schön, Sie zu sehen, Miss. Wie der ist normal. Das ist ein ganz normaler Bürger. Ich ändere das. Von hier kann ich nichts machen. Au, das ist ein Kopfschuss. Ja. Scheiße, das ist ihre Base hier daneben. Guter Fund. So, jetzt weg hier. Bevor noch mehr Leute kommen müssen. Kommt. Ich brauche euch. Hier ist Pastor Jerome. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln. Du musst leise angreifen. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Hier brennt alles. Es ist schon Leuten aufgefallen, oder? Leute, das war jetzt echt riskant, da irgendwas zu machen. Keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Ich suche einen besseren Winkel. Da ist einer. Was ist hier los? Ich habe ihn gekillt, ohne ihn explodieren zu lassen. Du bist ein Hund, das ist nicht gut. Ich glaube eh, dass schon alle tot sind, nur noch der Hund hier rumrennt. Da hinten. Egal. Alles gut. Danke. Jetzt kann ich weiter gegen diese Sekte kämpfen. In der Not. Gerade noch mal gut gegangen. Alles gut, hau ab aus diesem komischen Ding. Hier drüben ist noch was.
Ein Comic? Nee, ein Angelding. Dieses ständige Jammer macht mich aggressiv. Hör zu. Ich habe gerade John Seed wegen unserer Farm getroffen. Ich habe ihm gesagt, wir hätten das besprochen und dass das zwar großzügig ist, aber wir trotzdem ablehnen werden. Und, ich weiß nicht, ob da lief's schief. Er meinte, wir würden alle gezeichnet werden. Dann sagte er, er würde pusten und pusten, bis unser Haus weg ist. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. So als ob man einen Schalter umgelegt hat. Ich weiß nur, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Wir sollten mit Pastor Jerome sprechen. Er hatte auch schon Ärger mit den Seeds. Ich bin gleich zu Hause. So, hau ab. Wir müssen weiterkämpfen. Was zum... Jetzt! Was ist lustig? Was? Schön, Sie zu sehen. Was läuft denn hier? Hinter euch! Alle Mann aufhalten. Was machen die Mates? So. Ausgezeichnet, Deputy. Genau solche Aktionen befeuern den Widerstand. Dank dir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Mach weiter so. Warum wollte er uns auf einmal töten? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben alle überlebt. Deine Taten haben Konsequenzen, Deputy. Ich habe deine Freunde hier in Fort's End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Du darfst dich uns gerne anschließen. Nicht mein Glück. Schließlich sind sie ja auch nur deinetwegen hier. Okay. Ja zu sagen, Deputy. Ich hoffe, das hat sich... Lass dir nicht zu viel Zeit. Okay. Hier ist also das Finale. Ich möchte da eigentlich jetzt nicht unbedingt hin. Wie auch immer, auf jeden Fall endet hier erstmal die Folge von... Du hast die Herde vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihren Hirten gefunden. Ich sag trotzdem, dass hier die Folge... Huch. Ich sag trotzdem, dass hier die Folge von Far Cry 5 endet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.